Hi. Heute als Gegenpart zu meinem Truckers EDC wollte ich mal mein persönliches EDC zeigen. Wobei ich jetzt schon wieder stoppen muss, dass ich etwas vergessen habe. Moment, da bleiben. Als unerlässlichen Teil 1 meines EDCs ist hier mein Samsung Galaxy Note 2. Das ist wohl das beste Telefon, was ich für mich rausgefunden habe, was es auf dem Markt gibt. Natürlich in einer stabilen und sicheren Hülle. Ach übrigens, ich habe hier mal so zum Gucken. Es ist Anfang September und wir haben 33 Grad bei 27% relativer Luftfeuchtigkeit. Das ist übrigens auch so ein kleines nettes Gadget. Das habe ich mal in einem Bushcraft-Video vorgestellt. Da mache ich mal ein extra Video für. So. Also, als erstes natürlich ein Messer. Falls man das hören kann. Ich habe jetzt eben eine Stunde am Schreibtisch gesessen und habe diese Kinder nicht gehört. Die waren nicht da. Oder vielleicht warten die drauf, bis ich die Kamera aufgebaut habe. Auf jeden Fall, jetzt gehen die Jungs Gas. Ich bin jedes Mal erstaunt, wie die den Zeitpunkt abpassen. Magie? Man weiß es nicht. Also, als Messer ein Wenger. Standardmodell würde ich sagen. Mit einer kleinen Pinzette und einem Zahnstocher. Das variiert hin und wieder mit dem kleineren Victorinox. Und das habe ich von einem Freund geschenkt bekommen, Arbeitskollegen und Freund. Mit einer kleinen Klinge, einer noch kleineren Klinge, Schraubenzieher und Flaschenöffner und einem Dosenöffner und einem ganz kleinen Schraubenzieher. Einem Korkenzieher. Was ich sehr gut finde an diesem kleinen Schweizer Taschenmesser, eine Ahle. Und dies war wohl mal ein Werbegeschenk und das ist, ich schätze das mal auf 30 Jahre, weil die Postleitzahl, die hier drauf gedruckt ist, man kann das jetzt so nicht mehr sehen auf der Kamera, ist vierstellig in Ludwigsburg und die Telefonnummer nach der Vorwahl ist fünfstellig. Das heißt, es muss steinalt sein. 3 € hat es gekostet, er hat mir das auf dem Flohmarkt geschenkt. Drauf steht Horst Tafelmeier, Zimmergeschäft in Ludwigsburg. Wenn jemand einem ein Messer schenkt, wo der weiß, dass man selbst ein Messerfan ist, ist eine sehr nette Geste. Daher verschenke ich an Bushcraft-Freunde oder Freunde, die auch ein bisschen mit Messer zu tun haben, am liebsten ein Messer. Als zweites mein Schlüssel. Meine Fresse, ich vergesse so viele deutsche Worte, seit ich mich mit englischen Videos beschäftige. Mein Schlüsselbund. Das ist mal eins, um alle Ringe zusammen zu halten. Mache ich mal ab. Das ist eins von Desperados mit einem Bieröffner, also einem Kronkorkenöffner. Daran ein Karabinerhaken mit einem Kompass. Ein kleines Messer von der Firma Key Monkeys
Das habe ich sauscharf geschliffen. Das hier kann man benutzen, um zum Beispiel seine Fingernägel zu feilen. Also es ist eigentlich auch eine Feile. Wiederum daran ein Dosenöffner der US-amerikanischen Armee aus dem Zweiten Weltkrieg. Von Obi ein klitzekleines Multitool, auch wieder mit einem Flaschenöffner, einem kleinen Schraubenzieher, einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher und einer kleinen Klinge und dazu eine kleine Taschenlampe. So. Des Weiteren ist hier nichts dran, was von Belang wäre. Übrigens, diesen Karabinerhaken, den kann man auf eBay beziehen. 3 Stück für 5 Euro. Ich habe auch noch einen hier original verpackt. Dann. Was ich finde, ist immer, dass man am besten nicht aus dem Mund stinken sollte. Daher habe ich immer ein Zerstäuber mit Mundspray, antibakteriell. Und der ist, glaube ich, jetzt nur noch halb so voll. Und wenn der leer ist, würde ich den für mein Medikit, was ich gestern vorgestellt habe, benutzen und werde da mein Jod hier reinfüllen, um es dann besser sprühen zu können, weil dieses Jod, was hier drin ist, diese Flasche. Da kommt immer viel zu viel raus, für meinen Geschmack. Also von daher, wenn die leer ist, wird sie weiter benutzt. Mein Portemonnaie von der Firma Wild Things Only. Darin ist eine Gästekarte von der Firma. Die wird immer aufgeladen, damit man in der Kantine vergünstigt was kaufen kann. IKEA-Karte, AOK-Versicherungskarte. Ja, und etwas, wo ich sage, man kann nie genug Klingen haben, nie genug Messer. Das ist ein Cartsharp. Man öffnet das hier, dreht es rum, macht den kleinen Winkel rum, macht den großen Winkel rum und hat hier eine Klinge. Und diese Klinge besteht aus Chirurgenstahl. Und die ist auch sauscharf geschliffen. So, wenn man dieses Cartsharp wieder zumacht und sieht dieses Grüne hier oben, dann ist es geschlossen. Dann habe ich des Weiteren meinen Führerschein. Eine Postbankkarte und von Victorinox die Swisscard Lite mit einer Lupe, einer kleinen Schere, einer kleinen Klinge, einer ganz kleinen Taschenlampe, fand ich sehr niedlich. Ein paar Schraubenzieher, man sieht die, Kreuzschlitz, normale Schlitz, einer kleinen Pinzette. Und das hier, das ist der Knaller. Das Ding hier, das ist ein Kugelschreiber. Ich hoffe, man kann es sehen. Und einer ganz kleinen Nadel. Daran ist auch ein kleines Lineal. So.
Dann habe ich mir selbst gebastelt. Das ist ein Foto von meinem Sohn, wie der noch, ich glaube, da war der 6 oder 7. Habe ich daraus eine Hülle gemacht mit Panzerband oder Duct Tape, wie man das so sagt. Und dahinter ist eine kleine Fresnel-Linse, also ein Vergrößerungsglas. Hinter dem Personalausweis habe ich mir wiederum aus eine kleine Tasche gebaut. Da ist dann ein kleines Pflaster drin, ein Hygienetuch und ein Zahnstocher mit Zahnseide. Ja, ein bisschen Kleingeld. Ansonsten denke ich, habe ich nichts vergessen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich schwitze. Ich habe Südseite auf dem Balkon. Also das heißt, die Sonne geht auf der einen Seite, wo die Mauer anfängt, geht die Sonne auf und geht da unter, wo die andere Mauer sich befindet. Ich habe den ganzen Tag die Sonne in der Bude. Okay, ist nicht so ganz schlimm, aber wenn man sich auf dem Balkon befindet und hat dann auch noch ein schwarzes T-Shirt an von der Arbeit, da schwitzt man schon ganz mächtig. Und jetzt gucke ich mal nochmal auf das Thermometer. In der Sonne haben wir jetzt 37 Grad. Und durch ein schwarzes T-Shirt wird das noch verstärkt. So, ich danke euch fürs Zusehen. Über Kommentare freue ich mich, Bewertung natürlich auch. Und über neue Subscriber würde ich mich ganz besonders freuen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.